Hey Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zu... Heute teste ich die Limited Edition von Rockstar Punched Energy. Und zwar ist das die Sorte Flaming Cranberry. Also, bleibt dran! Yo, Rockstar Punch Energy Flaming Cranberry. Das hat mir jemand empfohlen, so wie es oft passiert, dass mir einer unter meine Videos in den Kommentaren schreibt, es gibt jetzt neu das, teste mal das. Immer wenn es was Neues gibt, könnt ihr mir unten reinschreiben, wenn ich es finde. Das habe ich per Zufall im Kaufland gefunden. Dann werde ich es testen. Ist doch in Ordnung. Freue ich mich sogar. Ja, also Flaming Cranberry. Flammende Cranberry. Tja. Energy Drink mit Cranberry Chili Zimt Geschmack. Ist das dann sowas wie eine Weihnachtsedition von Rockstar oder was? Nee, glaube ich weniger. Naja, also das Teil hat auf 500 Milliliter, was die ganze Dose darstellt, 273 Kilokalorien. Also das muss man sich mal geben. Das ist schon ein richtiger, fetter Klopper. Also das werde ich wahrscheinlich auch mal testen. Auch wenn es gut schmeckt. Weil da muss ich viel trainieren danach, um die Kilokalorien hier wieder loszuwerden. Kohlenhydrate 65,1 Gramm. Sind 65 Gramm Zucker. Ja, das sind 73% von diesem Ding. 72%, das könnte ungefähr bis hier sein. So viel, das alles ist Zucker. Ja, das müsst ihr euch mal überlegen, Leute. Das ist schon heftig. Ja, das ist echt schon heftig. Jo, ich würde sagen, ja, das Design gefällt mir sehr gut. Hier, das ist hier jetzt so geprägt. Das ist eine Limited Edition, also die gibt es nicht besonders lang. Das fühlt sich hier an wie Feuer hier, so richtig geil gemacht hier. Okay, ja, das ist sehr schön gemacht. Den Stern fühlt man nicht, aber die Flammen fühlt man. Wunderbar gemacht, kann man nicht mehr gern. Würde ich sagen, öffnen wir mal. Das klingt dafür ordentlich nach Dose, also kann man nicht mehr gern. So. Na aber, bin ich jetzt auch am Start. So, ich würde sagen, schenken wir ein. Oh. Oha. 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 Das sieht schon flaming aus. Also, das sieht hier richtig kräftige Farbe. Eine richtig kräftige Farbe. Wenig Bubbles. Und es riecht wie... Ich mache immer so Vergleiche. Kennt ihr noch diese Bonbons, die es bei der Apotheke gab, in Rot? Mit so einem kleinen Jungen drauf. Eieieiei. Was ist dann heute wieder los? So Hustenbonbons waren das. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. M-Eukal oder so. Die gab es mit Minze und die gab es mit so kirschmäßig. Und genau so, genau genommen sieht es auch aus, wie diese Bonbons, wenn man sie einschmilzt. Genauso wie diese Bonbons. Ungefähr so riecht das, muss ich wirklich sagen. Aber das Design ist geil. Hier diese Flammen und so, also hat man sich schon Mühe gegeben. Das Design ist obergeil. Dafür gibt es satte 5 Sterne von mir. So. Ich würde sagen, Prost.
Also im Prinzip schmeckt das wie. Oh, da ist. Oh ja, da ist Chili drin. Muss ich wirklich sagen. Also ohne das. Ohne Chili und Zimt. Zimt schmeckt im Übrigen auch sehr schön raus. Hätte ich gesagt, das schmeckt wie. Ja, fast wie Hustensaft. Also so wie die Bonbons, die ich eben erwähnt habe, mit dem Jungen. Ich glaube, Amerikaner hießen die oder so. Genauso hat es gerochen und ungefähr so ähnlich hat es geschmeckt, nur mit der Chili-Note, die da oben drauf auf diese Geschmackswelle, die Chili noch mit drauf. Ja, also es ist ordentlich scharf, es ist nicht zu scharf. Ich mag zu scharfe Sachen eigentlich nicht, es ist aber auch nicht zu scharf. Es ist genau noch haarscharf an der Grenze am zu scharf sein. Ich finde es irgendwie sehr interessant, erfrischend auf jeden Fall, energieliefernd dadurch. Und es wird dann auf jeden Fall warm ums Herz. Mir wird hier total warm, weil scharfe Sachen, da wird einem warm. Geschmacklich kriegt dieses Teil ausnahmsweise mal von mir 5 Sterne. Ja, also wirklich Hut ab, wenn ihr das schon mal getestet habt, schreibt es in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren. Ich weiß nicht mehr genau, wer mir das vorgeschlagen hat, aber kannst ja mal unten reinschreiben, wie du es fandest. Wenn ihr irgendwas Neues seht, in irgendeinem Laden, wo es bei mir auch geben könnte, dann schreibt mir in die Kommentare rein, hier, es gibt da und da, gibt es was Neues, teste das mal. Und wenn ich dazu komme, werde ich machen. Ja, das war's wieder für heute. Ihr könnt mich unterstützen auf Patreon. Unten in der Infobox, in der Infodings, da ist eine PayPal-Pool-Adresse. Da könnt ihr was einzahlen, wenn ihr Bock habt. Und ja, ihr könnt mir auch ein Paket schicken. Ansonsten würde ich sagen, bis dann und gute Fahrt, Jungs und Mädels.